Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Immer noch Weekend League, diesmal mit Liga A. Und ja, es wird wieder so eine knüppelharte Partie werden, da bin ich mir sicher. Es gibt einfach keine leichten Gegner mehr in der Weekend League. Dafür bin ich mittlerweile einfach zu sehr in der Rangwertung nach oben geschossen, sodass ich einfach nur noch krasse Gegner bekomme. Und aus diesem Grunde, na komm. Aus diesem Grunde wird es wahrscheinlich einfach so hart bleiben. Ich muss einfach versuchen, die wenigen Chancen, die ich bekomme, besser zu nutzen. Das ist ganz wichtig. Oh, er hat auch Müller im Sturm und auch noch Schürrle und Bellarabi, eigentlich ganz gute Spieler. Vor allem abschlussstark, Hummels in der Innenverteidigung. Und dann auch noch Schnell im Sturm. Außer Müller, weil ich habe nicht gesehen, aber jetzt Hunter auf Müller drauf hatte. Dann ist er halt auch ziemlich schnell. Da hat er natürlich auch 90 Pace oder so. So, Konzentration. Einfach nur konzentrieren und wie gesagt, wieder ein bisschen weniger reden, sollte es nicht so gut laufen. Wollte ich eigentlich zurückpassen auf meinen Verteidiger. Das sind gerade sehr dumme und einfache Fehlpässe. Danke, Kurzawa. Das war knapp. Auch eine bessere Flanke als meine. Ich frage mich, wie die machen. Was machen denn die, dass ihre Flanken besser kommen als meine? Oder ist das gerade alles immer nur Zufall? Was? Das ist doch kein Abseits. Das war da. Oh, das kam vom Gegenspieler. Aber ich weiß, die Ancient kapiert sowas nicht. Das ist immer so. Ich weiß nicht wieso, aber es ist immer so. Das war auch schon bei FIFA 16 so. Soll er einfach wieder durch die Gasse zurückspielen? Boah, da macht echt krasse Pässe. Echt krasse Pässe. Knappe, krasse Pässe. Konzentration. Sehr gut von Ricardo. Meiner Meinung nach faul. Auch ein Foul? Ja, schön.
Noch eine Ecke, oder? Ja. Oh, ey, ich krieg das nicht mehr hin gegen diese Gegner, diese Flanke da reinzubringen. Das ist so krass, wie die verteidigen. Das ist halt so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie krass die verteidigen. Normalerweise hat man das fast immer geschafft, da nochmal reinzuflanken, aber die stehen, die fallen auch nichts rein. Oh Gott! Wie dumm von mir vorgelegt! Alter, was ist denn das für eine Überzahl von ihm hier? Nicht über Umwegen, schade. Ja, ich hab's prophezeit, ich hab's gesagt. Das ist halt blöd, weil ehrlich gesagt macht's wahrscheinlich vor allem für euch als Zuschauer viel weniger Spaß, so zuzuschauen. Wenn die ganzen Spieler immer so, ja, ausgeglichen sind, sage ich mal, von der Spielerstärke her, ist halt natürlich viel interessanter und geiler, wenn man Spiele hat, wo ich mal krass dominiere, wo der Gegner mal dominiert, dann halt auch mal solche Spiele im Wechsel, also, aber wenn wirklich fast, oder wenn jedes Spiel halt so knüppelhart ist, also, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, aber, also mich persönlich stört es natürlich nicht, weil ich bin hier am Machen, am Tun, aber es ist sehr anstrengend für mich und ich denke, es ist halt unattraktiver zum Zuschauen, aber ich gebe schon mein Bestes, also mehr ist da nicht drin. Und leider bin ich jetzt auch nicht groß zum Abschluss gekommen und ich weiß ja mittlerweile, man muss halt auch einfach den richtigen Abschluss wählen. Es ist halt leider nicht so wie am Anfang von FIFA 17, wo Spieler mit einem guten Abschluss halt einfach die Tore quasi selber machen und man nicht, oder halb selber machen, jetzt mal nicht die super krassen Variation im Abschluss haben muss. Ah, es ist halt leider mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall. Aber ich komme, wie gesagt, auch nicht so oft zum Schießen, dass das irgendwie Relevanz wäre. Da habe ich eigentlich versucht, den flachen Abschluss ins lange Eck zu machen. Aber den hat er meiner Meinung nach nicht gemacht. Also war meiner Meinung nach kein flacher Abschluss, aber ich habe zweimal gedrückt, deswegen. Keine Ahnung, wie das ging, aber es war erstmal geil, wie sich da Lacazette durchgesetzt hat, meiner Meinung nach. Aber ja, den hätte Lacazette machen müssen. Ich habe meiner Meinung nach zweimal auf Schießen gedrückt. Ich weiß nicht, warum er das nicht gemacht hat. Das ärgert mich ehrlich gesagt. Ich meine, wenn er ihn flach geschossen hätte und dann nicht macht, okay, aber so hat er ihn halt nicht so geschossen, wie ich das wollte. Das ärgert mich. Er hätte ihn ja trotzdem reinmachen können, hat er aber nicht. Das ist halt doppelt doof. Was, war das kein Abseits?
Oh ja, komm, wir spielen immer richtig beschissen in den Lauf. Langsam habe ich echt das Gefühl, verteidigen ist einfach zu einfach, wenn man genug Leute hinten hat in FIFA 17. Weil es geht ja nur hin und her. Es geht einfach nur darum, komm, jetzt ist meine Verteidigung dran, komm, jetzt ist wieder deine Verteidigung dran. Okay, jetzt ist wieder die Verteidigung des Gegners dran. Versuche jetzt irgendwelche Lackertore zu schießen. Fehlpass wird nicht bestraft, schade. War ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus. Lacazette-Verteidigung. Ja, also wenn sowas dann nicht kommt, erstens war der Pass super schwach gespielt, ohne Scheiß, weil dadurch hatten die Zeit, das zuzulaufen. Das ist zum Kotzen, ey, ich verstehe das nicht. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Das war doch logisch, dass man da rüberlegt, oder? Ich verstehe es echt nicht, ich verstehe es echt nicht. Das hätte halt ein Tor sein müssen. Fuck you. Genau wie das Ding von Lacazette. Lacazette macht einfach nicht den Abschluss, den ich eingebe, meiner Meinung nach. Ich habe, also vielleicht hört man sogar im Video, wie ich zweimal geklickt habe. Und jetzt hier lege ich rüber, es wird ein totaler Dreckspass, also so ein schwacher Pass, unglaublich. Ich will jetzt nicht mehr reden, sonst verkacke ich es noch deswegen. So unverdient, ey. Erstens ein schwerer Abschluss. Zweitens, glaube ich, das erste Mal, dass er zu einem guten Abschluss kommt. Und ich habe zwei Top-Chancen. In der einen Chance macht Lacazette nicht, was ich will. In der zweiten Chance versaut Bodebu einfach mal den super einfachen Querpass. So ein Dreck, ey. Ich wechsle diesmal auch nicht ein, damit ich Nuntep und Hesse regenerieren können. Ich schieße jetzt eh kein Tor mehr. Aber ich bin jetzt ruhig. Foul. Richtig geile Flanke. So ein Dreck-Scheiß-Tor, ey. Und wie gesagt, das Schlimme ist nicht das Tor, das Schlimme ist einfach die Tatsache, dass meine Chancen richtig versaut wurden von ich weiß nicht warum. Ach, fick dich doch. Fuck you! So ein Scheiß, verdammt.
So ein scheiß Dreckstor. Wie gesagt, aber das Tor nervt mich gar nicht, sondern mich nerven die zwei Chancen, die nicht genutzt wurden. Das Ding von Budebu und das Ding von Lacazette. Also Budebu hat, der Rosicki kann nichts dafür, Rosicki ist dann einfach zugelaufen, weil diese scheiß Drecks... dieser scheiß Dreckspaxenpass nicht kommt und ich verstehe nicht warum. Und auf Garan, die kann ich mir die Situation auch nicht nochmal anschauen. So ein Scheiß, so ein Ähnlicher. Nee, nur irgendwelche Dreckschancen vom Gegner. Scheiß Abschluss für Lacazette, ich weiß nicht warum. Meiner Meinung nach, wie gesagt, man müsste sogar hören im Video, dass ich zweimal gedrückt habe. Und dann halt noch diese Scheiße von... Und wie gesagt, Grosicki kann da überhaupt nichts dafür. Ich habe einfach nur querlegen wollen. Er hat ja auch quergelegt, nur halt nicht straff genug. Und ich habe... Naja, ist egal. Spielt keine Rolle mehr. Ich meine, ich habe auch schon super unverdient gewonnen hier in der Weekend League, das wissen wir ja. Und... es war, denke ich, eine unverdiente Niederlage, wenn auch eine knappe unverdiente Niederlage, weil ich hatte jetzt nicht mega viele Chancen, aber ich hatte mir halt zwei schöne Chancen rausgespielt. Und gerade das Ding mit Budebu und ach, dass dann so ein Dreck kommt, ey, das ist echt der Wahnsinn. Die Spiele sind so anstrengend, echt, das erinnert mich echt wieder an FIFA 16. Das liegt aber diesmal nicht daran, dass ich keine Tore schieße, sondern jetzt liegt es vor allem daran, weil alles so gut sind und oh, verteidigen einfach mittlerweile anscheinend so einfach ist und man über Flanken und Ecken keine Tore schießen kann. Das geht mir halt auch auf den Sack. Das ist echt gerade super anstrengend, ist diese Weekend League zu spielen. So, dann müssen wir wahrscheinlich wieder mit der Bundesliga spielen. Oh, und das ärgert mich so, dass Lacazette das Ding nicht automatisch selber macht. Weil geschossen hat er ja. Er hat halt nur nicht so geschossen, wie ich wollte. Das war meiner Meinung nach kein flacher Schuss ins lange Eck. Es war einfach ein normaler Schuss und der kommt halt da einfach nicht so geil. Egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann hört man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.